Ja, herzlich willkommen bei Wirbel Cloud. Nach einem Video, was ich mir einfach persönlich mal von der Seele reden musste und im Vorfeld gedreht habe, versuche ich jetzt mal ein bisschen gerade wieder locker zu werden. Ich dampfe gerade die Enigma und muss sagen, ein richtig schönes Stück Hardware. Gefällt mir. Super verarbeitet, super Funktion, Airflow Control ist genau das Richtige für mich. Das sind zwei riesige Löcher. Im Moment hier mit einer 0,5 Ohm Wicklung, das ist schon fast etwas hochohmig für mich. Ich hoffe, ihr gönnt sie mir jetzt. Ich habe irgendwie nicht wirklich nun komplett da in der Schlange gestanden auf der Messe und habe trotzdem eine bekommen. Bin da sehr glücklich mit. Ich hoffe, man verzeiht mir das so ein bisschen. Dieses Video geht jetzt aber gar nicht so um die Enigma, da wird noch ein Video zu folgen, sondern es geht darum, was da noch mit im Paket war. Und das sind die beiden Congestes. Und zwar aus der aktuellen Produktion für mich zur Abnahme. Wobei diese Stücke sind im Endeffekt Ausschusswaren. Das sind keine, die so in den Verkauf gekommen wären, weil es die eine oder andere Macke gibt. Wobei ich sehr angestrengt gesucht habe und die Firma Steampipes und alle Mitarbeiter heute Nacht mit mir im Hangout waren und sich sehr darüber gefreut haben, dass ich die Stücke sehr gut finde. Ich bin absolut begeistert von der Arbeit. Ich werde meine Begeisterung versuchen, ein bisschen zu bremsen. Denn das ist immer so ein bisschen schwer. Es ist im Endeffekt ja mein eigenes Schätzchen, wobei das reine Design, da gehören die Lorbeeren immer noch Imeo für, denn ne, man sieht es ja. Und ansonsten sind ein paar kleine nette Ideen dabei, die sich auf jeden Fall vom GG Stuff abheben und besonders die Größe 26er Akkus lag nie im Sinne von Imeo, einen 26er Akkuträger rauszubringen, empfindet er eventuell nicht wirklich als E-Zigarette und massentauglich oder mag das nicht, wie auch immer, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich ihm irgendwann mal einen Congestes schicken soll. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Vielleicht trete ich ihn damit auf die Füße. Er weiß ja, dass ich die mache. Ist ein bisschen heikel, das Thema. Oh, die Airflow ein bisschen dicht. Dampf hier gerade 0,3 Ohm Castle. Den werde ich auch gleich nochmal am Messgerät zeigen. Werde da auch nochmal 0,6er und auch einen 1,8 Ohm Widerstand drauf machen. Kann aber jetzt schon mal verraten, Voltdrop ist bei dem Gerät eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden. Der Voltdrop, der entsteht, sind ganz wenige Übergänge und im Endeffekt der Akku. Und bei einem 1,8 Ohm Durchschnittswiderstand und der Congestes ist dann ja eher noch fürs Hochvoltdampfen, wo der Voltdrop noch mehr in die Egalschiene reinrutscht, weil man einfach genug Leistung anliegen hat, liegt bei 0,1 Volt. Ich habe das gemessen und wir haben es auch vorhin im Hangout nochmal gemessen. Spitze. Es gibt einige Veränderungen zum ersten und zweiten Batch. Die werde ich euch gleich ein bisschen zeigen.
Da kommt ordentlich Power raus. Ich bin absolut glücklich mit dem, was ich bekommen habe und muss sagen, die Entscheidung, nach Deutschland zur Produktion zu gehen, die war richtig. Ich bin auf den vorigen Congestus auch schon stolz gewesen, aber mir war klar, dass die Produktionsmöglichkeiten hier nicht ganz so gut sind wie in Deutschland von den Maschinen her. Und ich muss sagen, so ist das, wie ich es mir immer gewünscht habe. Das ist wirklich Spitze. Hab hier ein MNKE drinne, 26650 IMR-Akku. Bei 0,3 Ohm merke ich etwas Erwärmung am Taster. 0,3 Ohm ist im Endeffekt ja die. Es soll Leute geben, die auch mit 0,2 Ohm noch dampfen. Ich persönlich hatte es mal ausprobiert, weil die Wicklung halt da gelandet ist, aber ich fand es halt nicht mehr gut. 0,4 Ohm ist für mich so das Unterste, wo ich sagen kann, das ist geschmackvoll, das ist in Ordnung, aber das ist auch schon Hardcore-Dampfen. 0,3 Ohm, den habe ich hier jetzt nochmal extra gewickelt auf 0,3 Ohm. Das ist schon die Kategorie, das ist das Extremdampfen. Sehr lange draufdrücken, sehr lange Belastung und ist ein bisschen handwarm. Die Feder selbst führt nicht wirklich Strom, halt doch noch ein bisschen, aber es ist ein Kupferpin drin, ein Stahlhead und im Endeffekt ein Messinghousing. Und der Übergang zum Messing mit dem Kupfer, das ist im Endeffekt, wo der Taster sich einfach durch die hohe Ampereleistung, die ich hier habe, auch erwärmt, das ist dann im Endeffekt einfach, ne, irgendwo fließt der Strom immer drüber und das ist dann auch der Übergang, der sich dann eventuell noch erwärmt. Werde jetzt gleich mal in die Detailansicht umschalten und euch mal die ganzen Sachen zeigen, nachdem ich ihn einmal hier nochmal im Ganzen im Action zeige. Das ist die überdrehte Version. Ihr seht auch gleich nochmal die polierte Version. Das ist hier so ein bisschen mit dem Licht. Die Seriennummer, die hier jetzt ist, das ist keine offizielle Seriennummer, das ist im Endeffekt Ausschussware. Diese Seriennummer gibt es auch als Originalstück einmal und der wird hier nachher im Schrank als Müll landen. Na, ich habe für mich persönlich auch einen Congestus, den ich dann sicherlich benutzen werde. Das hier ist aber ein Produktionsrück, ja, ein Produktionsrest. Gut, ich schalte mal nach unten. So, das hier vorne, das ist jetzt einer der polierten Congestus, wobei hier sind einiges an Mikrokratzern, denn das ist nur eine Probepolierung gewesen. Und da sehen die Stücke dann nochmal ein bisschen besser aus, wobei ich habe hier jetzt auch zwei Halogenstrahler praktisch so ein bisschen auf den Arbeitsplatz drauf. Da bleibt das nicht aus, dass man halt ein bisschen sehen kann. Die ganzen werden, wie man auf meiner Seite sehen kann, auch mit so einem Schutzstrumpf überzogen.
Aber das ist eine richtig schöne Polierarbeit und ich habe Bilder von den Originalpolierten gesehen. Das hier ist praktisch einer der ersten von der Firma gewesen als Testpolitur und das gefällt mir schon ganz gut. Ich werde den Congestus anhand des Maschinenfinish erklären, denn ansonsten außer dem Finish selbst unterscheiden sie sich halt nicht. Wir haben auf jeden Fall einmal die Bottom Cap. Da haben wir hier die Entgasungslöcher, die hier unten wiederzufinden sind und darüber das Entgasen stattfinden könnte, wenn denn mal ein Akku einen Fehlerfall hat. Und hier sieht man jetzt die erste Anpassung zu den vorigen zwei Batchen. Das ist ein Kupferpin, ein massiver Kupferpin, der auf POM gelagert ist. Und es ist keine Feder mehr. Im vorigen Batch war das so, dass es hier immer noch eine Feder gab. Die war A, ein bisschen schwierig hier auf der Insel wirklich zu verwirklichen. Und man hat im Endeffekt doch immer so weit zusammengedreht, dass es praktisch doch immer auf dem Messingpin lag. Jetzt ist es ein Kupferpin ohne Feder. Das heißt, hier haben wir eigentlich gar keinen Übergangswiderstand mehr. Und der Akku liegt halt direkt drauf. Wenn man ihn jetzt voll ins Rohr fallen lässt, kann das natürlich schon mal so ein bisschen, na, da ist keine Feder mehr, die das federn kann, aber das ist auch ein Gerät für fortgeschrittene User, da sollte man sich dann auch drüber klar sein, wobei der Electric Angel im Endeffekt auch schon keine Feder mehr hatte, sondern einen abgedrehten Messing, Pin, der halt oben nochmal ein bisschen weiter auseinander ging. Hier ist es dann im Endeffekt auch, wo der Taster nachher auftrifft. Das kennt man ja aber, das System. Und im Taster selbst haben wir auch einen Kupferpin für den Kontakt selbst. Dann das Messinghousing, die beiden Ringe, einer zum Sperren und einer, der den Taster praktisch von der Länge her in der Tastposition hält und hier haben wir einmal den Ring, der nachher als Sperrring ist, so dass ich den Taster nicht mehr drücken kann. Das Ganze mit einem schönen, stabilen und sehr fingerfreundlichen Kopf. Das sieht hier jetzt zwar so ein ganz bisschen aus, als wäre er spitz, aber die Auflage ist absolut eben und für Dauerdampfer ohne weiteres geeignet. Bei der überdrehten Version ist auch der Taster selbst überdreht. Und in der polierten Version ist der Kopf poliert. Dann haben wir die Top Cap. In der Top Cap die nächste Kupfereinheit für den Pluspol, auch hier wieder POM gelagert. Und oben dann der 510er, die Airhole-Schlitze, leicht eingesenkter 510er, damit man schön satt eindrehen kann. Also so, dass man praktisch schön den Eingang findet. Das war in der vorigen Version nicht bei allen Geräten so. Da ist das mit der Herstellung ein bisschen schwieriger gewesen. Das ist ein spezielles 510er Gewinde und alle Verdampfer, die ich bis jetzt probiert habe, haben einwandfrei gepasst. Der Pin selbst ist schraubbar, es ist kein Floating Pin. Kann ihn komplett rausdrehen und kann dann praktisch den Verdampfer aufsetzen, dann mit dem Pluspin praktisch anpassen, bis er Kontakt hat und dann aufsetzen. Dann haben wir einmal die Engrave Tube. Da haben wir auf jeden Fall einmal die Seriennummer drauf. Dann einmal Congestus. Und das Vaping 24/7-Logo. An diesem Stück ist die Gravur noch ein bisschen, ja, ist nicht ganz so tief wie hier schon bei dem fortgesetzten Stück. Entschuldigung, Schluck auf. Das ist eine der Testtubes aus den ersten Gravuren.
Aber auch hier ist das schon sehr tief. Ja, das ist spürbar, man bleibt mit dem Finger auf jeden Fall dran hängen. Das ist nicht einfach nur so ein bisschen eingekerbt, sondern richtig schön massiv, so wie ich mir das auch gewünscht habe. Unten einmal für die Bottom Cap und dann zeige ich euch gleich mal eine weitere Erneuerung. Wie ihr sehen könnt, ist hier unten die Tube ein bisschen erhaben. Das ist bis jetzt bei keinem der ganzen GG-Style-Geräte gewesen. Das ist einfach so, dass der Pin wesentlich mehr Griff hat. Das hier praktisch, hab geguckt, bei der Just GG auch, sind es gerade mal drei Viertel bis ein Viertel Gewindegang. Und hier kann man sehen, das ist ein richtig schönes, tiefes Gewinde. Das heißt, da sitzt der Taster auch richtig schön snaggy drinne. Da wackelt nichts. Der ist echt fest. Gewinde läuft schön, obwohl das hier halt ein, wie hat Thomas gesagt, ein Fehlstück ist. Vielleicht komme ich irgendwann noch dahinter, was da dran nicht ganz so in Ordnung ist. Aber es gibt eine große Kiste mit Ausschussware, die einfach den Qualitätsansprüchen nicht so genügten und deswegen aussortiert worden sind. Und das gehört hier. Jedes Teil, was ich zeige, gehört eigentlich mit dazu. Und ich bin der Meinung, ihr werdet genauso wie ich da nicht wirklich hundertprozentig was sehen können. Hab hier jetzt so ein bisschen zwischendurch mal ein bisschen schabendes Geräusch gehabt. Aber das läuft und da ist auch kein Spiel an dem Gewinde. Das läuft wie auf Schienen, so wie es sein soll. Einmal reingucken. Und da taste ich dann im Endeffekt drauf und stelle den Kontakt über den Minus her. Dann haben wir das Teleskopstück. Auch sehr schön massiv. Unten das etwas längere Gewinde, oben das etwas kürzere Gewinde, damit das Teleskop nicht wackelt. Und auch hier, da ist nichts mit Wackeln. Das ist fest. Wenn man ihn ganz auseinanderschraubt, kann man hier so eine leichte Anfasung sehen, dass er praktisch schön mit der Tube abschneidet und dasselbe hier auch nochmal. Und dann haben wir einmal die 18, die ja, 18, die 26650er Tube. Hier würde jetzt 26.500er. Mit der Top Cap. Das ist der kleinste Modus, 26.500. Dann ist das große Ding eigentlich gar nicht so wirklich richtig groß. Hier mit der 26650er Hülse, die kleine. Läuft schön satt. Bin begeistert. Einmal 26650er Modus. Dann gibt es noch einmal den 2x26 500er.
Das ist dann praktisch mit der langen Cube. Zweimal 26.500. Und dann noch einmal 2x26.650. Geschraube. Es sind schöne Feingewinde, kann man hier auch noch mal sehen. Das sind halt ordentlich Gewindegänge. Und das ist dann der längste Modus 26.650. Nochmal auf die Gewinde gucken lassen. Die sehen wirklich super aus. Auch nochmal innen. Da konnte ich auch mit dem Finger reingehen, da war nichts mit. So wie es sein soll. So, die erste Messung werde ich mit einer 1,8 Ohm Widerstand machen. Das ist der 510er, den ich immer verwende, den Panerai. Ja, drehen, 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 drehen. Voller Akku. Oh, jetzt lass mich bitte nicht im Stich. Hatte ich zwischendurch schon mal gesagt, ich muss mir noch ein anderes. Na komm schon. Ja, jetzt will er. Jetzt bricht er ein bisschen mehr ein. Na komm schon.
Tja, nun hat das Messgerät den Geist aufgegeben. Das fasse ich ja nicht, ne? Ach, sehr schön. Ja, 420, 409, 411, 409. Und da ist der 510er dann auch schon ein bisschen wärmer. So, dann habe ich hier einmal den kann ich auch messen, das ist der Prometheus. Den habe ich mit 0,6. Die sind irgendwie nicht so gut für die Kamera. Das fiel mir letztes schon mal auf mit dem Licht. Sind halt 0,6 Ohm. Immer noch bei 4,20. Vier. Das ist ein wirklich guter Wert. Die MNKI, da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig den eigenen Widerstand. Aber die liegen im Endeffekt auch so gut wie bei den Konion-Zellen. Die Konion-Zellen sind ja mehr oder weniger schon wirklich die besten. Dann werde ich nochmal die 0,4 Ohm nehmen. Dann haben wir die Range eigentlich ziemlich abgedeckt. Da habe ich 0,4, 0,3, 0,4. Da liege ich bei gesunden 3,8. Vier 18 habe ich noch auf dem Akku. Das sind wirklich richtig schöne, gesunde Werte. Und Obi hat ja ein sehr schönes Video darüber gemacht, über die Übergangswiderstände und die Akkus und kann man hier eigentlich sagen, dass der Voltdrop, den der Akkuträger hervorruft, sehr, sehr gering ist. Also das ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Könnte jetzt auch nochmal die 0,3 draufsetzen, aber eigentlich ist das jetzt auch gar nicht so gewollt, dass jemand da 0,3 Ohm mit dampft mit dem Akkuträger. Insofern passt das. Ich schalte noch mal hoch. So, ich hoffe, ich habe euch. Mann, das ist schon wieder 7 Uhr morgens. Ich hoffe, ich habe euch alles gezeigt, was es daran zu zeigen gibt. Ich könnte jetzt irgendwie, ah, super, 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 alles klar kaufen und überhaupt und der Batch ist im Endeffekt closed. In einer glücklichen Lage, dass im Endeffekt habe mir so ein kleines Stromhalsband unten um den Knöchel gewickelt, was bei im Endeffekt einen kurzen Strom, deswegen fällt es mir jetzt auch immer sofort auf.
da kommt ordentlich Leistung raus. Das ist der 0,4 Ohm Verdampfer und das Schöne ist, dass die 26er Akkus einfach ein bisschen mehr Kraft an den Tag legen als die 18er und ich habe die MNKE drinne, die auch euch einen wunderschönen guten Morgen. Die empfehle ich auch auf jeden Fall für den Congestus. Das sind IMR-Akkus, haben 15 Ampere Spitzenlast, also Dauerlast, und 60 Ampere Spitzenlast können sie ab. Das heißt, das ist ein sehr guter Akku. Die gibt es auch mittlerweile in Deutschland und ich bin mir nicht sicher, ich glaube bei Digital Steam gibt das die. Ich habe sie von Efest Batteriecom aus China bekommen. Die haben bieten kostenlosen Versand an. Allerdings gibt es Probleme teilweise mit dem Versenden, weil Singapur Post keine Akkus mehr nach Deutschland liefern möchte. Es gibt für Europa neue Verordnung für Batterien, für Akkus und im Endeffekt, da hat es wieder gerade am Bein gezogen, der Stromschlag. Es ist so, dass es eine Sicherheitsverordnung gibt und IMR oder überhaupt Akkus müssen als Gefahrengut gekennzeichnet werden. Das gilt für den innereuropäischen Versand. Dampf hier ein schönes Menthol-Lakritze mit einem Schuss Birne. Das ist so. Hört sich ein bisschen eklig an, die Mischung, oder? Aber mir persönlich gefällt das sehr gut. Allerdings noch nicht so gut, dass ich das in ein Reihen schütte, sondern ich tröpfel einmal Birne und einmal Lakritze Menthol mit Ober-Ober und variiere da noch so ein bisschen. Dieses Video richtet sich im Endeffekt jetzt, ouch, und wieder ein Stromschlag. Dieses Video richtet sich jetzt an alle, die an der Pre-Order teilgenommen haben, steht kurz vor der Auslieferung. Die polierten Teile werden gerade zusammengebaut und werden einer letzten Überprüfung unterzogen. Die Maschinenteile haben die Prüfung schon bestanden und sind schon verpackt. Die gehen raus und werden am Montag beim Versandpoint halt eintreffen. Und ich wünsche an dieser Stelle allen Dampfern gut Dampf.